Hallo liebe Freunde, wir werden heute besprechen, wie man Forderung der Kennworteingabe bei Anmeldung von Windows 10 8.7 deaktiviert. Dadurch wird der Begrüßungsbildschirm des Systems entfernt und Windows startet automatisch ohne Bestätigung auf dem Desktop. Wenn Sie Ihr aktuelles Passwort vergessen haben oder nach einer Möglichkeit suchen, das Passwort zu entfernen, sehen Sie unsere vorherigen Videos. Einen Link dazu finden Sie in der Beschreibung dieses Videos. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und verbinden mobiler Gerät. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Ein Begrüßungsfenster wird automatisch im System angezeigt, wenn im Konto ein Kennwort festgelegt ist oder wenn mehrere Benutzer den Computer verwenden. Daher gibt es verschiedene Möglichkeiten, das Begrüßungsfenster zu entfernen. Sie können das Kennwort von Ihrem Benutzer entfernen und andere Konten löschen oder das Begrüßungsfenster im System deaktivieren. Um das Begrüßungsfenster zu deaktivieren, gehen Sie wie folgt. Drücken Sie die Tastenkombination Windows plus R. Geben Sie im Feld Ausführen NetProdits ein und klicken Sie auf OK. Deaktivieren Sie dann die Anforderung für Benutzername und Passwort und klicken Sie auf Übernehmen. Das System fragt nach einem Benutzernamen und einem Kennwort, unter denen sich das System automatisch angemeldet. Geben Sie diese Werte an und klicken Sie auf OK. Danach starten wir den Computer neu. Wie wir sehen können, wird das Begrüßungsfenster beim Neustart nicht angezeigt und Windows meldet sich automatisch an. In der Regel wird ein Konto mit Administratorrechten verwendet, um unter Windows 10, 8 oder 7 zu arbeiten. Wir empfehlen nicht, das Kennwort daraus zu entfernen, da Viren und unerwünschte Software uneingeschränkten Zugriff auf Ihr System erhalten können. Wenn diese Option für Sie jedoch vorzuziehen ist, gehen Sie wie folgt vor. Öffnen Sie die Systemsteuerung, schalten Sie die Anzeigeoptionen auf Kategorien um und klicken Sie in der Kategorie Benutzerkonten auf Kontentyp ändern. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das gewünschte Konto und wählen Sie Passwort ändern. Geben Sie das aktuelle Passwort ein und lassen Sie die Felder für das neue Passwort und die Bestätigung leer. Klicken Sie dann auf Passwort ändern. Dann starten wir den Computer neu. Wie Sie sehen, wird das Begrüßungsfenster beim Neustart nicht angezeigt und Windows meldet sich automatisch an. Wenn euch dieses Video gefallen hat, abonnieren Sie unseren Kanal. Wenn Sie noch Fragen haben, stellen Sie diese in den Kommentaren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Glück!